voller Schrecken sind wir heute mit einem komplett leeren Lager aufgewacht. Also zumindest fast leer. Wie wir das ändern, das zeige ich euch jetzt. Erstmal werden in der Wallet Factory die ganzen 3D-Drucker angeschmissen. Nachdem die Druckqualität gecheckt wurde, wird jetzt jedes einzelne Wallet aus Deckplatte, Barfach, Deckplatte und dem Gummiband zusammengebaut. Und fertig! Ach nee, jetzt muss der ganze Spaß ja noch verpackt werden. Also schnell eine Anleitung in jedes Wallet und das Ganze dann in die Verpackung stecken. Mit dem Pull-Tab wird der Spaß jetzt zugebeppt und schon hat man 2 Kartons voller Wallets. Okay, aber wer füllt jetzt die anderen beiden auf?